Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit unseren Streaming-Tipps des Tages. Für heute Dienstag, den 6. Juli, haben wir ein gemischtes Programm aus süßen Tieren, Liebe und jede Menge Action. Und damit fangen wir am besten mal an. Der Film Geostorm entwirft eine Dystopie, in der Klimawandel und Naturkatastrophen den Planeten fast zerstört haben. Die internationale Gemeinschaft hat deshalb ein Satellitensystem entwickelt, das das Wetter kontrollieren kann und so die Erde vor weiteren Unwettern schützt. Doch einer der Satelliten scheint nicht zu funktionieren. Wir können unser Wetter kontrollieren. Mr. President, einer unserer thermosphärischen Satelliten hatte über Afghanistan eine Fehlfunktion. Was also schlagen Sie vor? Wir schalten alle Satelliten ab. Ich muss hier niemanden daran erinnern, wie viele Menschen durch Klimakatastrophen gestorben sind. Ich wünsche keine weiteren Vorfälle. Musst du schon wieder ins All? Ich komme doch wieder, versprochen. Gute Reise, Sir. Und fassen Sie nichts an. Haupttriebwerk gestartet. Der Ingenieur Jake wird ins All geschickt, um den Satelliten zu reparieren. Doch unten auf der Erde kommt der Verdacht auf, dass es sich bei dem kaputten Satelliten gar nicht um einen technischen Defekt handelt, sondern um Sabotage. Jemand scheint absichtlich Naturkatastrophen zu verursachen, die verheerende Ausmaße haben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Den Film Geostorm könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video streamen. Kommen wir nun zur großen Liebe. In diesem Fall geht die Liebe nicht durch den Magen, sondern durch die Kunst. Als May einen Brief ihrer verstorbenen Mutter findet, erfährt sie, dass ihre Mutter leidenschaftliche Fotografin war. Um mehr herauszufinden, begibt May sich auf die Spuren in die Vergangenheit und lernt dabei den Journalisten Michael kennen. Der will eine Reportage über Mays Mutter schreiben. Es kommt, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich. Doch May hat Schwierigkeiten, sich auf die Beziehung einzulassen. Wieso siehst du so aus, als würdest du beten? Vielleicht, weil ich's tun sollte. Wofür würdest du beten? Für mehr Willenskraft. Ich lese ihren Brief immer wieder. Willst du nicht mehr als das hier? Ich will dich. Was willst du denn? Meine Mutter konnte nicht besonders gut lieben. Was, wenn ich so bin wie sie? Woran merkt man, dass man für immer mit jemandem zusammen sein will? Weiß nicht, ich will's aber versuchen. Das wird aber sehr schwierig. Schwierig ist mir egal. Ich will mit dir zusammen sein. Ein bisschen kompliziert ist es mit der Liebe wohl immer. Wie das Liebesdrama zwischen May und Michael weitergeht, seht ihr mit dem Sky Ticket im Film The Photograph. Unser letzter Tipp beschäftigt sich noch einmal ganz realistisch mit Klimawandel und Naturkatastrophen. Und zwar geht es um die Buschfeuer in Australien 2019-2020. Bei den verheerenden Bränden kamen viele Wildtiere ums Leben, die sich nicht aus den Flammen retten konnten. Es gab aber auch viele Menschen, die Koalas, Wombats und Kängurus gerettet haben. Die Tiere wurden in Auffangstationen gepflegt und dann wieder ausgewildert. Gefangen im Feuer. Millionen verschreckter und hilfloser Tiere. Ganz normale Menschen werden auf einmal zu Helden. Sie wollen Leben retten. 459. Außergewöhnliche Bindungen entstehen. Hier kommt Wanda. Mensch und Tier im Schicksal vereint. Diese Katastrophe verlangt nach neuen Lösungen. Die Waldbrände werden in Zukunft wohl nicht weniger, deshalb müssen die Tiere besser geschützt werden. Wie das aussehen kann, zeigt die Doku Koala, Wombat und Co. Ihr könnt sie jetzt in der Arte Mediathek streamen. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Für noch mehr Tipps könnt ihr unseren Podcast einfach auf den bekannten Seiten abonnieren. Ihr findet uns zum Beispiel bei Apple Podcast oder Podcast Addict. Dort könnt ihr uns auch eine Bewertung dalassen. Oder ihr schreibt eine Mail an kontakt@detektor.fm. Die heutigen Tipps wurden von Anna Vosgerau zusammengestellt und Andreas Popella hat das Ganze produziert. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich verabschiede mich von euch. Macht's gut. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.